Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Ihr fandet das letzte lustig? Ihr habt euch amüsiert über Commanders Verzweiflung? Ihr habt mich gequält, indem ihr mich nicht erlöst habt? Und ihr seid nie ins Game gejoint und ihr seid mich beschossen? Und das sitzt noch tief. Das sitzt tief. Ja, aber weil ihr darüber so schön lachen konntet, habe ich mir überlegt, ja. Es gibt auch was anderes, Skurriles, Lustiges vom Kollegen Leipzig. Der hat mir das nämlich angehängt an einen Kommentar unter dem Video. Und der hatte ein Game in dem T26E5P, wie Paula, dem lustigen amerikanischen Goldtank. Ja, ich habe mir den auch gekauft, weil es kostet die Welt. Ich habe mir gedacht, mal 35 € für einen Goldtank ausgeben. Der ist lustig. Wenn er denn dann in Situationen kommt, wo er seinen harten Turm ausspielen kann. Und dieser harte Turm, der ist wirklich gruselig hart, weil das ist nämlich ein sozusagen verbesserter, also ein verdammt guter T32-Turm. Wanne und obere, untere Wanne sind auch amerikanisch bouncy, aber nicht so oberkrass, wenn wir uns das mal hier angucken. Aber der ist. Der Turm ist schon richtig scheiße. Und zwar können wir uns den noch nicht im Tank Inspector angucken, glaube ich. Neulich zumindest war er noch nicht drin. Ich müsste direkt mal gucken, ob er jetzt schon drin ist. Wenn er im Tank Inspector drin ist, dann kommt gleich nochmal nach der Vorstellung ein Tank Inspector reingeschnibbelt. Wenn er nicht drin ist, gehen wir gleich ins Gameplay über. Also hier nicht wieder sagen, hey, du hast gefailt, du hast wieder was vergessen. Na klar, ich faile und vergesse, aber das ist jetzt geplant. Ein geiler Tank. Also Mobilität geht so. 40, nee, ich glaube, doch 40,2 fährt der Kübel. Turm ist sehr geil. Wenn ihr Huldown gehen könnt, und der kann halt geil Huldown gehen mit minus 10 Gun Depression, ist schon cooles Auto. Nein, ja, ich möchte nicht an einer Teameinladung von Robbie Williams teilnehmen, weil ich gerade ein Video mache. Obwohl ich deine Musik zuweilen ganz gerne höre. Also, Leipzig hat das Gerät gespielt und das war. Er war natürlich top. Nein, Daniel Oliver, ich möchte nicht in deinen Zug kommen. Ey, was ist los heute? Ich mag Daniel Oliver, aber jetzt fahre ich nicht mit ihm Zug. Ja, also, Tank sehr geil. Kann ich auch meine E5-Crew drin fahren? War mit ein Entscheidung für mich, weil. Ich eine mördergeile Crew habe. Hier Crew, ähnliche Skillung wie. Also ist ein bisschen mobiler als ein E5, ne? Also der. Naja, guckt euch das gleich mal an. Das sagt eigentlich schon ganz viel, das Replay. Es gibt übrigens eine kleine Neuerung. Und zwar ist die Neuerung. Also ich muss ja mal ein bisschen umschreiben. Ich habe so echt ein Problem damit. Meine E-Mail-Adresse wird total überflutet mit Replays und ich kann mir das alles gar nicht angucken. Ich kann mir, wenn ich irgendwie, wenn ich jedes Replay mir angucken würde, was ihr mir schickt, dann würde ich einfach nur noch beim Replay angucken sein und keine Videos mehr machen können und selber nicht mehr teilen können. Also habe ich mir überlegt, meine werten Kollegen, der Bio, der Epics, der Daniel Oliver und der das Acebein. Das Acebein, das kleine Scheißbein, Chasebein, müsste man eigentlich sagen. Egal. Die haben sich bereit erklärt auf eine öffentliche E-Mail-Adresse, die da lautet: What Replay of the Week? Ja, What Replay of the Week at gmail.com. Blende ich jetzt hier auch nochmal ein. Ich hoffe, ich blende es auch wirklich ein. Also, What Replay of the Week? Da schickt ihr bitte demnächst die ganzen Replays hin. Ja, denn. Die Jungs gucken sich die dann an und die können dann sozusagen aussieben und mir sagen, ey, das hier ist total geil, und das hier, das musst du machen. Weil ich bin ganz ehrlich, ich wette, da sind zig Replays bei gewesen, wo ich einfach überhaupt gar nicht das Potenzial erkannt habe, weil ich sie mir nicht angeguckt habe, weil ich zu viel bekomme. Insofern, bitte ab jetzt alle Replays und schickt mir viele geile Replays, dann kommt ihr in ein gecastetes Replay. Video, Gast-Replay, dann schickt die an What Replay of the What? What? What Replays of the Week at gmail.com. Noch was? Ich glaube nicht. Entweder jetzt Tank Inspector oder Gameplay.
Es wird, also ich habe gut gelacht. Es ist sehr skurril. Also, ja, wir schauen rein. Bis gleich. Yay! Tank Inspector! Er ist drin! Er ist drin! Das ist ja geil. Neulich war er noch nicht drin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wenn wir mal in die Farbansicht wechseln, dann wird uns klar, wenn wir den, wenn wir mit dem Hulldown gehen. 280, 340, naja, die Gun sowieso nicht. Die Seite 330. Also die Cupola, ja, die also jetzt auch nicht mega weich ist, ne? Die wird ja auch immer schwieriger, wenn du Hulldown gehst. Also die siehst du gar nicht, wenn du 10 Grad Hulldown stehst. Also das Ding, gerade Hulldown gestellt, ist schon eklig, ohne Frage. Ja, also kann man nicht anders sagen. Und angewinkelt die Wanne, klar, ist schon ganz okay, aber ja, da kommst du halt, der sieht halt auch Zehner, ne? Da kommst du schon auch durch. Schön ist das Maschinenport auch hier irgendwie. Der wird den einen oder anderen Load hier auch verlocken, damit mal reinzuschießen. Hat aber trotzdem weiterhin 200 Panzerung. Und das ist natürlich cool. Das ist wirklich cool. Hulldown, cool. Ein schönes Gerät. Amerikanische dicke Ketten, auch cool. Naja, gut, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Brandgefährlich für Arti. Brandgefährlich, ohne Frage. Aber das kommt auf den Turm an. Der Turm, der Turm, der Turm. Weil gleich die Frage kommen wird, garantiert, ziehst du dem hier, dem Franzosen vor? Muss ich ganz ehrlich sagen, die sind beide geil. Also kauft euch beide. Nein. Der Franzose hat halt, sag ich mal, einen super Turm. Aber er hat halt diese Kuppel. Und durch die Kuppel, da kommt halt jeder durch. Also der hat halt eine bessere Oberwanne noch, der Franzose. Also sind aber beide Turmpanzerungsmonster. Also, aber gut, nur nebenbei. Schleifen wir uns mal rein ins Game. Bis gleich. Ja, Wolski! Und da sind wir schon in-game. Mit dem Leipzig vom Clan Ossi nebenbei. Sehr geil. Sowas gefällt mir immer. Auf der Map Pilsen, es ist ausgeglichen und er ist Top-Tier, was natürlich schon mal ganz geil ist. Und es gibt hier genügend Schuttberge und ja, ich wäre ehrlich gesagt hier hingegangen, weil da gibt es ja auch sehr geile Hold-Down-Locations. Aber hier hast du sie natürlich auch und muss man ganz ehrlich sagen, der Tank ist natürlich, der schreit natürlich, Entschuldigung, der schreit natürlich auch nach Schuttbergen. Und das kannst du halt an den Ecken auch ganz geil machen. Und ja. Hier ist, finde ich auch mal so geil. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr so eine Position bekleidet hier, ja, dann stellt euch gleich an den Schuttberg, weil manch ein Kollege, der ist halt nicht so geskillt und der stellt sich dann einfach dazwischen und ihr könnt nicht schießen. Also wenn ihr euch direkt an den Schutzberg stellt, kann da nichts passieren. So, hier kommt auch schon gleich ein T29. Ja, der in Dreck schießt, das ist natürlich gut, weil es ist gut, weil die T29 Gun hätte den auf die Distanz auf jeden Fall penetriert. Und hier werde ich euch jetzt auch nochmal zeigen, was kriegt der Gegner denn zu sehen von uns? Das ist nicht ganz optimal, der Schuttberg, weil die untere Wanne ein bisschen zu sehen war, aber er kriegt halt überwiegend den harten Turm zu sehen. Ups, Entschuldigung. Und das ist natürlich geil. Jo, was passiert denn auf der Minimap, weil wir auch uns mal ein bisschen immer fortbilden wollen über das Geschehen? Die Flanke bricht. Ich persönlich wäre dort auf die Flanke gefahren. Naja, gut, nee. Wenn du alleine bist, ist immer so eine Sache. Also, wenn du zu zweit bist im Team, dann kannst du schon so eine Flanke, wenn du so einen geilen Tank hast, versuchen zu halten. Du bist natürlich immer am Arsch, wenn du gerudelt wirst, ne? Gegen Rudeln kannst du halt auch mit einem geilen Tank und auch mit mehreren nichts machen, weil sie dich dann fröhlich umrunden. So, jetzt sehen wir hier schon mal eine geile Fähigkeit von dem Gerät. Er ist nämlich, hat nämlich einen ziemlich coolen Reload. Und ja, der hat es natürlich, Mr. VK ist hier natürlich schon ziemlich angefreckt hier irgendwie, weil er zu weit um die Kurve gekommen ist. Jo, gut, das ist ein Kleinkram. Jagdpanzer 4, klar, das bounced. Grumble bounced natürlich auch. Ja. HE. Critical. Läuft. Ja. Guckt euch die Minimap an.
Ich sag mal so, betrachten ist ja immer einfach. Ich sag mal so, also jeder, jeder versucht's hier mal. Jeder will hier mal auf die Fresse, um zu sehen, dass der Turm hart ist. Und es kommt keiner auf die scheiß Idee, ja gut, der VK hat mittlerweile HE geladen. Nee, beziehungsweise er hatte es ja schon eben, aber er ist jetzt mit HE, hat er endlich mal Schaden gemacht, weil er auf die Seite des Turms geschossen hat. Aber ja, jeder versucht hier mal Schaden zu machen und, aber keiner hat so richtig den Plan und denkt sich so, hey, warte mal, der, naja, wir könnten ja mal ihn besuchen fahren. Klar, guck mal, der hat hier schon irgendwie vom Tok noch Support und von denen da hinten. Aber, trotzdem, ich sag mal so, an so einer Ecke, immer, auch der Amix da hinten, ja klar, man kann es auch da hinten irgendwie an der Ecke nochmal probieren, da kriegt man auch auf die Fresse. Es ist, ich sag mal so, man muss jetzt auch nicht 10-mal versuchen, dem harten Turm vor der Kanone rumzufahren, sondern dann macht man was anderes, dann fährt man halt irgendwie an eine andere Ecke. Dann guckt man halt einfach irgendwie, dass man Stellung wechselt, weil es hat ja auch keinen Wert, wenn man immer wieder vor die Gun fährt und denkt so, oh, der schießt. Oh Mann, der schießt immer noch. Oh Mann, der hat schon wieder geschossen, verstehe ich gar nicht. Oh, der schießt ja. Hä? Ja. Jo, den Schuss hier, die 130, die waren natürlich ein bisschen blöde, weil der, ja, der stand da halt eben. Großartige Situation hier. Da hinten, die gucken alle nicht. KV-2 guckt auch in die andere Richtung. T-29 hat auch andere Dinge vor. Tiger 2 denkt sich so, YOLO, ich habe 800 Seitenpanzerung. Das geht schon. Das hier, ja. Die 228, da muss man so mal als einziges sagen, das hättest du dir klemmen können, weil kaputter Fahrer. Oh, naja, jetzt ist es wenigstens symmetrisch. Du hast kein Rap-Kit mehr, du hast kein Health-Kit mehr und dann läuft das wieder. Jo, der kommt natürlich. Entschuldigung. Der kommt natürlich durch. Ich sehe es jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Naja. Aber, der wird durch die Wanne durchgekommen sein. Sehr schön gemacht. Erstmal eine Kanone aus dem Spiel rausnehmen, weil der T29, ich weiß nicht, Auto-Aim anhat oder die Ketten trifft oder egal, wenn es gar nichts wirkt, dann kann ich ja, kann ich ihn ja auch rammen. Jo, T29, das würde ich mal sagen, hast du fein gemacht. Spätestens da war ich beim ersten Mal gucken schon, der schießt einmal in Dreck. Klar, ist ja auch nicht so wichtig. Das war jetzt ziemlich lucky. Der VK irgendwie schön vorbeigezimmert. Sehr schön, sehr schön. Er ist durchgekommen. Na gut, passiert mal. Ja, er wollte, glaube ich, den VK schielen. Also spätestens da, ja, VK. Ja, richtig viel Schaden machst du halt nicht. Ja, ist, ist wie es ist. Der, der Amix. Warte mal, Amix, Moment, wir haben noch ein Geschenk für dich. Bitteschön. Ja, das. Schönes Ding. Jetzt kommt. Was Tragisches. Ich hätte dir. Das ist natürlich ätzend. Ist natürlich mega ätzend. Überlegt mal. Er hat jetzt schon richtig geilen Schaden rausgerotzt. Und er hat einfach schon die 8 Kills im Sack. Die beiden Artis hätte er auch noch geschafft. Da muss diese dreckige Arti ihn hier in diesem Fabrikgebäude durch eine Decke, die eigentlich da sein sollte, noch erwischen. Schade. Ich hätte es dir gegönnt, aber es gibt halt manchmal so eine Dinger, das hat nicht sollen sein. Man kann vielleicht sagen, das war von dir leichtsinnig, weil wer ist da hinten rum rausgefahren? Da, ja? Hier. Wer ist hier rausgefahren? Hier ist das Dach intakt. Da hätten die Artis nie auf die ballern können. Aber hier haben sie dich natürlich die ganze Zeit schon gesehen und haben wahrscheinlich schon geaimt. Und aber ich wäre todsicher auch hier rausgefahren. Schade. Ich hätte es dir echt gegönnt, weil das 10 Kills sind schon mal geiler als 8. Und die Medaille für 10 Kills, wer weiß es, welche das ist, kriegt man auch nicht alle Tage. Schade, 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 schade. Geschlechtsauswertung. Sofort. Da sind wir. Tja.
Zur Radley hat's gereicht. Die Pools leider nicht. Leider nicht. Gemastert. 156.000 brutto, 2,9. Bei der rasanten Fahrt, sage ich mal, kein Wunder. 6.048 muss man mit dem Auto erstmal machen. Klar, man kann wieder sagen, hey Mann, er war Top-Tier, die haben sich nackig angestellt. Ja, aber meint ihr denn, Pools kriegt man, wenn man irgendwie einen lilanen Gegner hat? Er nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht, wenn man dunkellila ist. Keine Ahnung. Wie ich auch immer wieder gerne sage, sowas geht nur mit einem schwachen eigenen Team, was keinen Schaden macht, mit einem schwachen Gegnerteam, was keinen Schaden macht, und mit Top-Tier. Und dann läuft das richtig gut. 144.000 hat er noch raus nach abzüglichen Kosten. Hammer. Hammer, 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 Hammer. 2,4 geblockt. Da seht ihr einfach mal, der Turm kann was. Zumindest, wenn man Top-Tier ist. Also, was heißt zumindest? Dann auf jeden Fall. Also, erinnert euch, was wir heute gelernt haben. Der T26 E5 hat einen harten Turm. Es gibt eine neue E-Mail-Adresse vom Commander. What Replays of the Week? Eingeblendet hier nochmal. Hoffentlich nicht vergessen. Heute ist Mittwoch. Peace out!